Cheftrainer Peter Stöger vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat erneut betont, dass es noch keine Entscheidung über ein weiteres Engagement über den Sommer des Jahres gibt. Gegenüber den Ruhrnachrichten erklärte der BVB-Coach, dass weiterhin nicht klar sei, ob er einen neuen Vertrag beim derzeitigen Tabellendritten bekommen wird. Die Spekulationen prallen nicht ab, sind aber kein Thema. Wir haben eine gemeinsame Zielsetzung. Das ist meine Idee. Wir machen Saison fertig und schauen dann, sagte Stöger am Mittwochabend. Oberstes Ziel mit der Borussia bleibe es, direkte Qualifikation für Champions League zu erreichen. Darüber hinaus betonte der 51-Jährige, selbst ich als Österreicher weiß, dass es nicht so angenehm ist, wenn Schalke vor dem BVB steht. Derzeit rangieren Gelsenkirchener mit einem Punkt mehr als Stöger 11 auf Platz 2 des Tableaus. Für letzten Wochen im Rennen um europäische Königsklasse hofft der ehemalige Köln-Coach auf ein selbstbewusstes Auftreten seiner Mannen auf und abseits des Platzes. Man kann es sehen, wie man möchte. Wir haben seit Mitte Dezember kein Ligaspiel verloren. Ich kann nicht garantieren, dass sich Fans in den kommenden Wochen beruhigt zurücklegen können. Es ist ein Produkt, das wir gemeinsam vorantreiben müssen, appellierte Stöger auch an breite Anhängerschaft der Schwarz-Gelben. Reus' Rückkehr gegen Bayern? Stöger weicht aus, dass es zuletzt immer wieder Probleme in der Offensive im Allgemeinen und mit dem Toreschießen im Speziellen gegeben hatte, räumte er im Gespräch mit den Ruhrnachrichten ein, ich hätte schon gerne mehr erzielte Tore. Aber es ist wichtig, dass man ein Gefühl der Stabilität hat. Man muss alles abdecken. Auf der anderen Seite muss man mehr rausholen, wie beim 1:0 gegen Hannover. Da mussten wir bis zum Schluss schwitzen. Wie Saison bisher verlaufen ist, da sind wir nicht ganz unzufrieden. Im Ungewissen ließ der BVB-Trainer interessierten Fans auf Frage, ob zuletzt angeschlagenen Leistungsträger Marco Reus Adduktoren und Shinji Kagawa Sprunggelenk rechtzeitig zum Bundesligaspiel am 31. März gegen den Spitzenreiter FC Bayern München wieder einsatzbereit sein werden. Darauf würde ich nicht wetten, so vielsagende Aussage.